Hallo Leute und willkommen zurück zu Awakening, der schwarze Baum. Ja, es geht weiter und das während die Sonnenfinsternis begonnen hat, nehme ich hier gerade auf. Ja, das ist ja mal interessant, alles was da draußen so vor sich geht. Wieso habe ich jetzt den Tipp genommen? Genau, wir hatten den Jungen hier zuletzt verschlossen. Ich habe jetzt keine Zeit, das Schloss zu knacken. Was? The North Tower door was sealed up magically. There should... dann muss ich aber raus, nehme ich mal an. Ach, guck mal hier. Er steht Wache. Besser, ich beeile mich. Ich beeile mich? Womit beeile ich mich? Hier fehlt immer noch etwas. Sein Schwert? Und jetzt immer noch was? Oder wie? Ja, die Sonne ist ja auch noch nicht ganz fertig. Kann ich da irgendwie die Sonne mal heile basteln oder so? Natürlich doof. Kann ich hier was machen oder nicht so? Jetzt brauche ich doch einen Tipp. War ich schon richtig hier? Soll ich hier doch noch hin? Vielleicht soll ich jetzt das Schloss knacken. Aber sie sagt ja eigentlich keine Zeit, ne? Aber anscheinend haben wir doch noch genug Zeit. Hey, da ist das Stück für die Sonne. The North Tower. Ja, er freut sich immer noch. Wie ein Kind. Er ist ja auch ein Kind. Dass er Tee bekommen hat. So. Eine genaue Zeichnung der Ritterrüstung und wie sie drapiert werden soll. Gut. Fertig. Was haben wir denn hier? So kleine Sonnenzähnchen, die da rausgucken. Ach, das war's schon. Huch. Was ist mit denen auf einmal los? Ein Geheimgang. Du hast dir Zutritt zu 15 Zimmern verschafft. Ja, Eindringling. Jawohl. We need to get down there. Did you find anything we could use, Sasha? Ja. Wir müssen einen sicheren Weg nach unten finden. Hier. Den müssten wir eigentlich reparieren. Können wir den jetzt reparieren? Fertig. Haha. Ha. So. Thanks. Are you ready? Jawohl. Bin ich. General Blacktail, stop! What's this? You're being tricked, General. Claudius is the traitor here. He caused the drought, but we've stopped it, and here's the proof. Was denn jetzt? Die Blume? Ich sollte mich beeilen, bevor er seine Geduld verliert. Hier. Schau. A green spark. The drought has ended. Claudius, what's the meaning of this? No. If I can't have the throne, no one shall have it. Wird er jetzt der Böse? Ich habe die ganze Zeit den Verdacht, dass er der Dunkle ist, den wir aus den Awakening-Teilen kennen. Deaktiviere das Kraftfeld. Damit kommen sie nicht durch. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Muss ich ganz schnell hier immer sein? Oder wie? Moment mal. Suche nach dem magischen Muster, das für Claudius' Kraftfeld verantwortlich ist. Wähle die magischen Siegel in der richtigen Reihenfolge aus, um das Kraftfeld zu zerstören. Okay. Mit irgendeinem muss ich ja anfangen können. Ich weiß immer nicht, wann ich anfange und ja. Das war anscheinend nicht richtig, oder wie? Ich glaube nicht, dass man mit der Mitte anfängt. Also so ganz kapiert habe ich das jetzt noch nicht. Wenn ich hier hin drücke, warum geht das dann hier weg? Und wenn ich hier jetzt drücke... Ich check das hier gerade nicht. Tut mir leid, echt.
dass ich hier drücke und da wird's... Hä? Hä? Ich soll den hier nehmen, oder was? Mit der Mitte anfangen? Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier die Mitte nehme, was ist dann? Habe ich's jetzt? Nö. Oh, jetzt kommen aber noch mehr dazu. Die waren vorher nicht da, also war's gut? Nö. Ja. Okay, es sind halt mehr dazugekommen, also war die Reihenfolge wohl gerade richtig oder so. Aber... doof wie ich bin, weiß ich immer noch nicht, wie ich rausbekomme, was hier die richtige Reihenfolge ist. Ich achte halt immer auf die Hand, auf diesen Dingern. So wie hier jetzt. Die habe ich aber überall jetzt. Das heißt, ich kann überall jetzt neu anfangen, nehme ich mal an. Woher weiß ich denn aber, wann es richtig ist? Keine Ahnung. Weiß man halt nicht. Indem es vielleicht schwarz bleibt? Könnte ja sein. Ich warte jetzt nochmal ab. So. Dann wird der schwarz. Und der ist jetzt auch schwarz geworden. Also fange ich mit dem mal an? Der nicht. Ich fange mit dem hier unten an. In der Hoffnung, dass meine... Logik gerade stimmt. Weil da, wo ich drücke, soll es auch schwarz werden. Tut's aber nicht. Also der hier. Moment, vielleicht kriege ich das ja doch noch hin. Aber irgendwie muss ich immer eine Weile warten, habe ich das Gefühl. Und einfach ist es nicht, finde ich. Das war auch nicht richtig. Der war gut. Der und nu? Okay. Also der und der. Wieder warten, bis ich den überhaupt nehmen kann. Der war auch richtig. Also der. Der wieder nicht. Okay. Krieg ich hin. Aber so wirklich gut schnell vorankommen hier tut man nicht. Also das ist, ist ein bisschen scheiße. Ich mag das nicht, wenn ich immer warten muss. Und ich weiß auch nicht, auf was ich warte. Er geht die halt durch. Er geht die durch, weil er mir die Reihenfolge anzeigt. Kann das sein? Ja, das kann sein. Warte. Der. Mitte. Unten. Ach so. Okay. Ja, okay. Ich habe nur das da oben nicht mitgekriegt. Bin ich jetzt mal wieder dran? Boah, ich komme nicht hinterher gerade. Okay, jetzt habe ich es endlich mal kapiert hier. Es leuchten alle auf und zeigen mir die... Ja, okay. Hallo, ich bin dran. Geh mal weg hier. Ich mache das jetzt nochmal. Ist mir zu doof gerade. So, ja, jetzt habe ich es auch kapiert. Also der und der. Jetzt kommt nämlich die nächste Runde. Jetzt geht er hier alle durch, die ich noch gar nicht habe. Das ist voll die Mega-Reihenfolge und ich finde es doof, dass man nicht mal alles auf einmal sehen kann. Ich komme hier nicht hinterher. Kann es sein, dass es jetzt eine andere Reihenfolge ist als vorher? Super, ey. Wie soll man das denn schaffen? Okay. Was, welcher? Ich sehe das nicht so schnell. Ey, ich kann das Rätsel nicht, ganz ehrlich. Also ich könnte es schon, wenn ich wenigstens alles auf einmal mal sehen würde, aber ich muss mit diesem Auge immer hinterher und hab irgendwie Pech. Wo geht er hin? Nach oben.
Nach unten, rechts, unten, links, oben. Oh Gott. Ach ja, oben. Okay. Es könnte schwierig werden. Das war schon falsch, ne? Der hier kommt, dann kommt der. Yippie. Okay. Das war schon falsch. Der. 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 Der kommt jetzt. Okay. Mist. Mann! Ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich bin auf dem besten Weg. Der, der. Der. Ach, der zuerst. Okay. Der links Mitte zuerst. Der. 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 Der, der. Oh, Gott sei Dank. Das war jetzt echt nicht einfach, weil man das kaum erkennen konnte. Bis man das überhaupt kapiert hat. Oder ich das kapiert habe. Naja. Claudius was tried and banished to the farthest prison in the land. The Minotaurs, grateful for the help in uncovering Claudius's treachery, helped rebuild the kingdom. As for me, after all the celebrations, I finally found myself back home. Ach, das war's schon. Das war jetzt aber kürzer als sonst, oder? Ich glaube, das lag aber an den Rätseln, dass dieser Awakening-Teil so schnell durchging, weil normalerweise hänge ich viel länger an den Awakening-Rätseln immer mal. Aber ich meine, von den letzten Awakening-Parts, das waren immer um die... Also, okay, mal zugegeben, plus die Bonus-Parts, weil das ja eine Sammler-Edition ist, bin ich trotzdem immer so bei 20 Parts. Trotzdem, also das war jetzt definitiv kürzer und man merkte, dass die Rätsel ein bisschen einfacher waren. Das war aber auch trotzdem schön. Gut, dann haben wir das gemacht. Kommt da noch was? Ich weiß es nicht. Gut, dann mache ich jetzt mal erstmal so ein bisschen bla bla. Also ich fand das Spiel schön. Keine Frage. Also jetzt ist auch nicht gelogen. Ich fand das richtig toll. Es hat mir gut gefallen. Ich hätte es mir jetzt eigentlich noch ein bisschen länger sogar gewünscht, als dass es auf einmal so vorbei ist. Es war jetzt so ein bisschen abrupt, das Ende. Aber an sich fand ich die Aufmache und das Spiel fast sogar ein bisschen schöner als der Wald der roten Blätter. Ich weiß nicht, ich bin mit diesem Spiel definitiv ein bisschen wärmer geworden. Ob das jetzt an der, ja, an der Story oder der Umgebung lag oder an den Rätseln lag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht und ich finde es auch toll, dass man jetzt mal so ein bisschen Vorgeschichte von Awakening weiß. Aber man hätte jetzt, muss ich sagen, doch noch ein bisschen mehr rausholen können. Deswegen gehe ich jetzt mal auf zurück und guck mal, was uns hier im Bonuskapitel erwartet. Da machen wir auch mal Waldhüter, warum nicht? Pff, war ja nett, war ja, hat ja gut geklappt. Mal schauen, was jetzt hier noch kommt. Lately, I've been dreaming of a young woman. I see her going on a journey. But a shadow looms over her. It's so early. Who could that be hammering at my door? Aber so ein bisschen verbuggt ist es teilweise schon. Also gerade eben habe ich zum Beispiel am Ende gemerkt, dass der Ton weiterlief vom Kampfgeschehen mit rein in die schöne Endsequenz, die eigentlich friedlich sein soll. Und Entschuldigung, aber hier wird immer mal im Moment nebenan gebaut und ich bin immer mal kurz still, wenn ich merke, jetzt geht's wieder los hier. Eine Fee! Hey! Ja, ich mache jetzt mal die Tür auf, das Geklopfe nervt mich. Und dass gerade eben die Schrift nicht angezeigt wurde unten mit deutschem Text und sie auf Englisch weiterredete. Also so ein bisschen, ja. Naja. Good morning, Sasha. I know it's been a while, but I must ask for your help once more. The taint of the black tree has affected other magical trees. Goblins and pixies have suffered. Please, bring the green spark and anything you can use to carry things. The elder tree will explain it all.
Mir ist gerade eingefallen, dass ich im letzten Bild gar keine Fee mehr gesucht habe im Kampfgeschehen. Wie blöd, jetzt habe ich wieder nicht alle. Please, bring... Ja. Mann, das ist immer so doof, dass ich das vergesse. Wozu sammle ich die eigentlich immer? Ich kann sie in diesen Topf umpflanzen, so kann ich sie besser... Verwelkt, wie erwecke ich die Grünfunkenblume wieder zum Leben? Oh nein, was für ein Loch. Flicken. Perfekt geflickt. Ja, dann ist ja alles tutti. Und nu? So kann ich sie besser transportieren. Gibt ja bestimmt noch mehr Hilfsmittel. Der Schrank für meine Wertsachen ist neu. Wie war nochmal der Code? Ich habe ihn irgendwo aufgeschrieben. Okay, jetzt komme ich da ran. Da ist der Code. Und ein Schlüssel. Alles da drinne. Gut, dann was soll ich hier machen? Wähle die Bilder aus, um ihre Position zu vertauschen. Du kannst die Tauschpfade mit Hilfe der fünfeckigen Knöpfe verändern. Einen Hinweis findest du auf der Zeichnung. Bilder vertauschen. Wie funktioniert das jetzt hier? Ach so, dann kann man die austauschen. Und wie sollen die jetzt sitzen? Dann würde ich das gerne mal sehen. Ach, dann ist sie ja schon richtig. Die Eule soll aber rüber. So. Die Eule soll darüber. Fertig. Das ging jetzt echt wieder schnell. Eigentlich war ich noch bei der Eule, aber die anderen waren anscheinend schon automatisch jetzt richtig. Von einem Kobold angefertigt, wo habe ich den Schlüssel? Hier. Das ist mal so schön. Man denkt immer, man rätselt da noch 10 Minuten dran und dann... Tada, Belebungselixier. Damit erwecke ich die Blume. So, dann pflanze ich die da ein und kann sie transportieren. Jo, bitteschön. Oder auch nicht. Was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Please, bring the green. Ja, ich hab sie doch schon. Nadel und Faden. Ach so. So. Kann ich das jetzt... Was willst du denn? Kann ich hier noch was mitnehmen? Mit dem Säckchen? Hä? Ja. Er will aber nicht. Everything ready? Ach so. Let's go. There's no time to waste. Ach, jetzt auf einmal. Ah, ist das schön hier. Voll grün. This is the portal, but it's running out of power. Die magische Energie des Portals ist aufgebraucht. Vielleicht finde ich hier irgendwo einen Hinweis, wie ich sie wieder auffüllen kann. Vielleicht. Mit unserer magischen Kette. Eine Markierung für eine Grünfunkenblume. So. Und nun? Oh. Jetzt soll ich was suchen. Feuer, Vasen, Vögel und Frösche. Wie mache ich das denn? Oder kann ich jetzt hier nebenbei das noch machen? Ja, wenn ich schon mal dabei bin, ne? Okay, das wollt ihr nicht. Das auch nicht. Ach doch! Ah, alles klar. Hier fehlt ein ganz schön großes Stück. Stück was? So. Ich kann die Sachen also doch hier finden. Ich sehe hier ganz viel Spinnen. Ist nicht so schön. Also Vase noch, Vögel und Frösche. Und von allem noch eins. Dann hab ich's. Ah, die Flügel fehlen. So.
Jetzt kommt die Spinne. Ziemlich klebrig. Da kommt der Frosch. So, und jetzt noch eine Vase. Was fehlt denn hier jetzt noch? Ach, da ist die Vase gewesen. Hab alles. Ach ja, voll idyllisch hier. Ach, was ist mit meiner Dings? Meine Zauberkette ist deaktiviert. Oh. Ein Koboldschild, das bedeutet Zutritt nur für zertifizierte Händler. Frage nach einer Größenmarke, die dich in Feenstadtgröße schrumpft. Die Sichel steckt fest, ich kann sie nicht mit ungeschützten Händen rausziehen, wenn überhaupt. Hier brauche ich frisch geschnittene Rohrkolben. See the gray tips of the roots? This elder tree has been tainted by dark magic. Reveal it, and it will speak to you. Ja. Boah, das Gehämmer nervt ein bisschen hier nebenan von diesen Bauarbeiten. Deswegen mache ich jetzt mal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und ich hoffe, dass ich dann etwas mehr ruhigere Kulisse habe. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.